Aber das ist nicht spiegelverkehrt, oder? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das ist überhaupt scheiße. Ich weiß gar nicht. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Weil? Weil es spiegelverkehrt ist. Ey, man sieht das ja gar nicht. Sieht man das? Warte, halt mal. Doch, ich glaube, man kann jetzt kann es erkennen. Kann man das nicht hinterher drehen? Ich weiß nicht. Beim Schneiden nicht. Nur. Stimmt. Das Spiegel. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen Bruder mit am Start. Und wir werden heute eine Geschwister-Challenge machen. Ich weiß nicht, ob man es Geschwister-Challenge nennen kann, weil man macht das auch mit seinen Freunden. Aber ich habe heute meinen Bruder mit dabei und wir dachten uns, wir machen eine Wer-würde-er-Challenge machen. Und ich habe euch bei Instagram gefragt, dass ihr, also eher gesagt, dass ihr ein paar Fragen stellen sollt. Und wir werden die jetzt sozusagen mit... Und wir werden jetzt, also... Ich habe hier so Zettel vorbereitet und jeder kriegt zwei Stück. Und ich habe halt so für uns jeder zwei Zettel vorbereitet mit dem Namen Pierre und Name Enya. Und wir werden jetzt die Fragen immer entweder, ja, das oder das. Und genau, jetzt lädt das nicht. Läuft. Ich hasse das, ne? Ausgerechnet jetzt, wo man ein Video macht, fängt... Ne, das geht gar nicht jetzt, ey. Doch, okay, jetzt. One moment, please. Okay. Wer würde eher auf Justin Biebers Konzert gehen? Okay, mach. Ist das so? Ja. Was hast du denn? Ich selber. Ja, normal. Als ob mein Bruder auf Justin Bieber Konzert gehen würde. Oh Gottes Willen. Wer würde eher ein Jahr ohne Handy auskommen? Du? Hey, warum guckst du? Nein, weil ich wollte sagen, keiner. Von uns beiden. Wir beide sind von Handy. Kann man auch sagen? Weiß ich nicht. Ich hab's mir jetzt, glaube ich, ausgedacht. Aber ich denke, ne, ich kann die Frage nicht mit Enya oder Pierre beantworten, weil mein Bruder ist nur am Handy, ich bin nur am Handy und ich glaube nicht, dass einer von uns jemals mit einem... Ne, auf gar keinen Fall, du nicht. Warum wählst du dich denn? Ja, da stand ja, wer könnte er? Ja. Von euch. Ja, gar keiner. Auch nicht er. Überhaupt gar nicht. Doch. So süchtig wie du bist und ich. Das also wer könnte denn er darauf verzichten? Du oder ich? Ich auf gar keinen Fall. Das kannst du dir sowas von abschicken. Siehst du? Also ich. Ja, dann will ich dich auch nehmen. Wer würde eher im Kino mitten bei einem Film aufstehen und total laut anfangen zu lachen? Beide. Geht das? Ja, wir machen einfach. Wer hast du genommen? Pierre. Ja, ich. Enya, du nicht? Nein. Hä? Ich würde doch nicht aufstehen und anfangen zu lachen, hä? Ich würde sitzen bleiben und lachen, aber warum sollte ich denn aufstehen? Ich stell mal vor, du kriegst so einen Lachanfall, dass du gar nicht anders kannst, als aufzustehen. Ja, ist klar. Wer würde den anderen eher verpetzen? Scheiße, warte. Scheiße, ich weiß nicht. Nee, ich petz nicht. Ey! Boah! Damit ja, nicht immer! Aber wenn wir so, du weißt doch, du kennst mich doch, wenn wir dann immer so ein bisschen Meinungsverschiedenheit haben und uns dann so ein bisschen anzicken, dann bin ich immer doch die zu Mama geht. Und nee, boah, ey, bist du gemacht, nichts mehr. Nein! Du kannst mir vertrauen! Ja, ja, nein! Ja, ja. Ich meine, wenn wir zicken, rumzicken, dann gehe ich immer zu Mama und sage, ja, Mama, bla bla bla. Also ich bin immer so eine, die muss dann direkt zu Mama rennen und ich brauche dann immer eine Bestätigung, dass meine Mama mir auf jeden Fall recht gibt bei der Sache, weil wir haben ganz oft Meinungsverschiedenheit. Wer würde eher den Boden lecken? Was? Nee. Nee. Ja, warum sollte ich denn den Boden lecken? Ja, du bist doch so verrückt. Ja, so. Oha, warum ich? Ja, aber warum ich? Ja, nee, du bist ein Junge und Jungs weiß ich nicht. Ja, aber ich leck doch nicht den Boden. Ja, ich leck den auch nicht. Ja, warum hebst du dann meinen Namen? Warum hebst du meinen Namen? Weil du meinen hochgehalten hast. Ja, nee.
Ja doch. Du sollst nicht gucken. Boah. Oh Mann. Wer würde eher freiwillig hungern, als zur Küche zu laufen? 1, 2, 3. Du nicht? Ne, wenn ich Hunger habe, dann hole ich mir was. Ja, ich warte immer, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind, nee, warte ich mal, bis die kommen. Ne, oder du machst das immer so, wenn du in der Küche bist und du weißt, du hast jetzt keine Lust mehr nochmal aufzustehen, dann nimmst du ganz viele Sachen aus dem Kühlschrank mit und nimmst das alles mit in dein Zimmer. Und dann ist dein ganzer Tisch immer voll mit irgendwas zu essen oder zu trinken. Wenn ich mir schon was zu essen hole, dann mache ich mir kein Brot. Ich nehme die Wurst einfach und esse die so. Dann brauche ich immer Schokolade und Cola. Dann muss ich das immer so irgendwie mischen. Erst esse ich dann Salami, danach trinke ich die Cola und danach kommt so was Süßes, so Schokolade. Dann trinke ich wieder die Cola, kommt wieder so Salami. Ich mische das immer, keine Ahnung, ich bin gestört. Aber Cola ist doch auch süß. Ja, aber das ist ja Trinken. Okay, und warum rollst du dann nicht einfach die Schokolade in der Salami ein? Nee, das wäre mir wieder zu eklig. Ich habe das früher immer gemacht, ne? Als ob. Nein, ich hab Mortadella genommen, wo ich klein war, ohne Witz. Dann habe ich Mortadella genommen und in meine Fruchtzwerge eingetunkt. Bah! Als ob? Ja, ehrlich jetzt. Hat die Mama das gesehen früher oder was? Weiß ich nicht, aber ich habe das früher immer gemacht. Aber nur Mortadella, ne? Mortadella in Fruchtzwerge. Ja, mit Fruchtzwerge. Was für ein gestörtes Kitten. Okay, so gestört war ich nicht. Ja, ich esse ja auch Mayo und Ketchup zu allem. Ja, was heißt zu allem? Zu allem, wenn Spinat, Fischstäbchen gibt, da habe ich Ketchup Mayo drauf. Ja, so kann man ja verstehen, wegen Fischstäbchen. Okay, und wenn ich mir einen Toast mache, ja, Ketchup Mayo. Ja, esse ich auch. Würde ich auch essen, das ist ja noch normal, aber Nutella, Dilla, Fruchtzwerg. Nutella und Ketchup Mayo? Was? Nutella mit Ketchup und Mayo? Ja, jetzt spinnst du aber, ne? Das wird der nicht machen, ne? So eklig ist sauer wieder nicht. Dann ist er auf jeden Fall schon krank, ne? Und wer würde eher auf einer einsamen Insel überleben? 1, 2, 3. Ja, denke ich auch. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Mein Bruder, der ist wirklich so, der weiß immer, der hat immer irgendwelche Ideen. Deswegen glaube ich, dass der auf jeden Fall eher überleben würde auf so einer Insel. Du hättest voll die Ideen, glaube ich, ey. Du würdest dir da immer zusammenschmieden, glaube ich. Ich wäre voll dumm. Ich wäre richtig dumm. Mich könntest du nicht auf so eine einsame Insel schicken. Du würdest dir so aus Blättern wirklich irgendwie. Du würdest dich wirklich darauf so konzentrieren und irgendwas bauen und dies und das. Ja, ich denke auch, ja. Du bist da ein bisschen anders drin. Ich eher nicht. Ich wäre so dumm und würde da auch verrecken. Ja, vor allem, man müsste ja auch gucken, was man isst. Na, ne, das würde ich auch wieder nicht machen. Du würdest bestimmt den Fisch dann nehmen in der Hand, dann wird, weiß ich nicht. Hey, hallo! Wer würde eher eine besondere Person verletzen, im Sinne von das Herz brechen? Keiner. Nein. Ne. 1, 2, 3. Keiner. Wozu? Mein Bruder ist einfach nicht so ein Typ dafür. Also der wird sowas niemals machen. Aber meine Schwester ja auch nicht. Also. Na. Wir haben gute Herzen. Ja, wir haben ein gutes Herz. Wir sind nicht solche falsche, linken Menschen. Leider gibt es ja da draußen so ekelhafte Piep. Piep? Piep? Nein, aber ich muss sagen. Nein, aber ich muss sagen, mein Bruder, der ist so, ich weiß nicht, der hat ein mega krasses Herz und wenn der eine Freundin hat, dann will der einfach alles da. So, der tut einfach alles für sie und ist einfach so. Deswegen, der wird leider immer enttäuscht. Leider. Hat er nicht verdient, aber was soll man machen, ne? Okay, was heißt, wenn ich eine Freundin? Ich habe ja eine Freundin, also, ne? Außerdem bist du, wenn du von mir redest nein, du gleichzeitig von dir. Nein, aber ich meine jetzt von vorher, so. Ja, von aber. Okay, aber jetzt habe ich ja eine Freundin, also. Jetzt ist er hoffentlich happy. 26, ich bin 17. Also das sind 9 Jahre Unterschied und keine Ahnung, das merkt man gar nicht, ne? Das merkt man, also jetzt vielleicht von, na, keine Ahnung.
Hey, schwierig, ne? Ich meine, wir sind Geschwister, ne? Ja. Aber früher war das halt anders immer, ne? Da war er immer der Jugendliche und ich immer der kleine Pimpf. Nee, du warst aber trotzdem ganz oft bei mir. Ja, du hast mich auch immer mitgenommen. Siehst du? Das immer gemacht. Und ich habe ihn vor seinen ganzen Freunden in die Eier getreten. Ja, das weiß ich noch. Da standest du genau vor der Tür im Zimmer. Und deine Freunde saßen halt alle auf dieser Couch da. Ja, und dann, ich weiß nicht warum, aber ich habe dir halt in die Eier getreten. Du hast mich in die Eier getreten? Ja, ich habe dir einfach in die Eier getreten. Und dann musste ich raus. Da habe ich voll Ärger bekommen. Und einmal hast du mir ein blaues Auge aus Versehen gemacht. Weil wir haben gekebbelt und dann bist du aus Versehen mit deinem Knie hier dran gekommen. Aber aus Versehen war das. So was habe ich gemacht? Ja, wir haben gekebbelt und dann bist du aus Versehen mit deinem Knie an mein Auge gekommen. Ach, wir haben so viel durch, Leute. Ha. Ja, wie Geschwister halt, ne? Ja, definitiv, ey. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen mit uns lachen. Und ja, wir haben sehr lange gequatscht, sehr viel. Und ja, da würde ich mal sagen, hat es dir denn gefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Das war meine Schwester, für die mache ich das ja gerne. Würdest du das öfters machen mal mit mir? Ja, kommt ganz drauf an. Was meint ihr? Wenn ihr auf jeden Fall der Meinung seid, dass wir öfters mal ein Video zusammen machen sollen, dann gebt den Video auf jeden Fall mal ein Like da, damit ich auch Bescheid weiß. Und ja, vielleicht seht ihr den ja beim nächsten Mal wieder. Und wer weiß. Ja, man weiß nie über jeder. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen da lässt. Und, also einen Daumen hoch, nicht Daumen runter, ne? Am besten nicht nur einen, sondern ganz viele. Genau. Man kann ja leider nur einmal liken. Egal, aber einen Daumen runter, drehst einfach um, hast einen Daumen hoch. Geht auch. Ja. Ne? Und muss ja nicht jedem gefallen, also von daher. Eben! Aber, naja, juckt mich nicht. Juckt dich das? Nein, ne? Nö. Nein, juckt uns einfach nicht. Wir sind nicht grün hinter den Ohren. Oh Gott. Nein, Spaß beiseite, Leute. Bisschen Spaß muss ja sein. Und ja, dann beende ich das Video jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!